Call of Duty hat sich in den letzten Jahren extrem verändert und vor allem zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass sehr viele Fans ein bisschen enttäuscht sind und viele stellen sich die Frage, wie geht es denn in Zukunft weiter mit Call of Duty? Heute gibt es sehr viele Antworten auf diese Fragen, Big News und Leaks für das Call of Duty 2023 und auch über die Zukunft von Warzone. Sehr, sehr gerne was zu trinken, was zu essen nehmen, wird ein bisschen informativ heute auf jeden Fall. Ich lasse jetzt gleich ein Gameplay mit Ranked im Hintergrund laufen und dann gehen wir rein in die ganzen Leaks und die ganzen News. Vorab, wenn ihr euch für Call of Duty und meinen Content interessiert, dann sehr, sehr gerne natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, ein Abo da lassen und auch gerne die Links in der Videobeschreibung abchecken zu den ganzen anderen Kanälen. Egal, ob das jetzt Instagram ist, Twitter, mein Livestream auf Twitch oder die anderen YouTube-Kanäle, die ich habe, unter anderem der Uncut-Kanal, wo jeden Tag ein ungeschnittenes Gameplay oder eine Reaction online kommt. Sehr, sehr gerne, wenn ihr den Kanal feiert, auch die ganzen anderen Channels abchecken und dann ein Follow da lassen. Auf Insta gibt es die ganzen Stream-Ankündigungen oder auch mal, wenn es wirklich was, aktiv, spontanes, interessantes gibt zu teilen, wo es sich nicht lohnt, ein YouTube-Video direkt zu machen, gibt es die Infos direkt auf Insta, auf Twitter genauso, da finden auch die ganzen Leaks statt. Gerne überall folgen, dann seid ihr immer up to date und müsst nicht immer auf die ganzen YouTube-Videos warten. Fangen wir an mit den News. Ich habe mir ein dreiseitiges Skript geschrieben für dieses Video. Also falls ich ab und zu ablesen sollte, dann nehmt es mir nicht böse. Ich wollte es nicht komplett Freestyle machen. Es geht hier allerdings, das muss ich am Anfang dazu sagen, zum Teil um Informationen, die zu 99,9% sicher sind, dass das so passieren wird. Zum anderen Teil um Leaks, wo es immer sein kann, dass diese Dinge noch geändert werden und auch Spekulationen. Ist so ein Misch aus allem. Ich bin aber schon sehr, sehr lange bei Call of Duty mit dabei. Das erste COD, was ich gespielt habe, war MW2 aus 2009. Ich glaube, um die 2010-Zeit habe ich angefangen, Call of Duty zu spielen. Seitdem bekomme ich eigentlich wirklich immer alles mit, was so passiert. Bin jetzt auch Creator mit einer gewissen Reichweite, war in einigen Talks schon mit dabei mit Entwicklern und ich verstehe so langsam die ganzen Mechaniken, was da im Hintergrund passiert, wer für was steht, wer worauf Bock hat und so weiter und so fort. Auch wenn vieles nicht transparent mit uns Creatoren oder auch euch, der Community, geteilt wird, würde ich behaupten, ich kann Dinge ganz gut einschätzen, was passieren wird und was nicht. Wollte ich aber an der Stelle trotzdem sagen. Es kann natürlich sein, dass Dinge, die ich jetzt hier erzählen werde, am Ende des Tages nicht eins zu eins so passieren werden. Fangen wir an mit einer wichtigen Information. Es kommt ja jedes Jahr ein neues Call of Duty raus und es gibt ganz viele Entwicklerstudios, die daran arbeiten. Und zwar für den großen Publisher Activision. Activision hat selbst keine, oder vielleicht ein paar, aber die arbeiten nicht an Call of Duty, Entwickler, die da dran arbeiten, sondern die sagen einfach, ey, Studios XYZ, ihr macht das und das und dann kommen eben die ganzen Entwicklerstudios mit ihren eigenen Ideen noch und ihren eigenen Call of Duties und so. Entwicklerstudios werdet ihr beim Namen einige kennen. Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer Games und jetzt auch Raven Software sind so die, die man am ehesten kennt. Binox, High Moon Studios, Toys for Bob und so weiter und so fort. Es gibt noch ganz viele Studios, die an Call of Duty arbeiten. Und alle Studios arbeiten auch immer an allen Call of Duties. Es ist aber natürlich trotzdem so, dass es immer ein leitendes Entwicklerstudio gibt. Bei den Black Ops-Spielen ist das immer Treyarch, bei den Modern Warfare-Spielen ist das immer Infinity Ward. So kann man sich das halt am ehesten merken, aber an einem Infinity Ward-Spiel wird Raven, Treyarch und Co. auch immer mitarbeiten. Beispiel jetzt Modern Warfare 2 Multiplayer wurde von Infinity Ward gemacht. Treyarch, die ja eigentlich die Black Ops-Teile quasi machen, die haben den Ranked-Modus in MW2 gemacht und auch den Ranked-Modus entwickelt für Warzone 2. Also es ist so ein krasses Mix-up, aber am Ende des Tages gibt es ein leitendes Entwicklerstudio und die haben das Sagen, was das Call of Duty angeht. Und Infinity Ward ist das eben für MW2. Und jetzt kommen wir zum ersten fetten Leak. Die erste Information ist eher nicht so, ja, neu eigentlich. Und zwar das diesjährige Call of Duty wird nicht von Infinity Ward gemacht, wird nicht von Treyarch gemacht, sondern von Sledgehammer Games. Für die Leute, die Sledgehammer Games, ist von den drei Großen das Unbekannteste, sage ich jetzt mal, die keine CODs von denen kennen oder das gerade nicht vergleichen können, die haben gemacht Advanced Warfare, die haben gemacht World War II und Vanguard. Das heißt, die hatten einmal Zukunft und zweimal Zweiter Weltkrieg, was mich nicht so wirklich anspricht. Und Vanguard war ja wirklich kein gutes COD. Aber mit ein paar Änderungen hätte es eigentlich auch ganz okay sein können. Aber der Zweite Weltkrieg-Faktor hat es einfach so krass eingeschränkt, dass es echt nicht gut wurde. Das ist auf jeden Fall Sledgehammer Games. Und die bringen dieses Jahr, und das ist jetzt der Big Fat Leak, Modern Warfare 3 raus. Also der direkte Nachfolger für Modern Warfare 2, was jetzt Ende von 2022 rauskam. So wird am offiziell 5. November 2023 Modern Warfare 3 erscheinen. Allerdings eben nicht mit Infinity Ward als leitendes Entwicklerstudio, sondern Sledgehammer Games. Und das ist auch eine ganz neue Sache für Call of Duty, denn das gab es tatsächlich noch nie. Wenn es ein Modern Warfare Spiel gab, egal ob das damals 2007, 2009, 2011
COD4, Modern Warfare 1, MW2, MW3 war. Infinity Ward war immer das leitende Entwicklerstudio und klar haben da andere Studios mitgearbeitet, aber Infinity Ward hat eben die Entscheidung getroffen, was mit Modern Warfare passiert. Das ist dieses Jahr eben anders und Sledgehammer Games hat eben diese Verantwortung bekommen. Infinity Ward wird mit Sicherheit dran mitarbeiten, vor allem an der Kampagne, die ja wirklich eine direkte Nachfolger so rum ist für Modern Warfare 2. Ist ja klar, dass das Ganze zusammenpassen muss. Und Kampagne fand ich auch immer gut in Modern Warfare, alles super. Allerdings die Multiplayer von Infinity Ward seit 2019 nicht mehr. Die haben da sehr, sehr viel geändert, meiner Meinung nach. Da werde ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wird noch ein größeres Thema in dem Video sein. Aber Sledgehammer Games wird jetzt diese Entwicklerrolle von Infinity Ward quasi bei Modern Warfare übernehmen. Und da bin ich extrem gespannt drauf, weil dem traue ich tatsächlich ein bisschen mehr Community-Nähe zu als Infinity Ward. Da habe ich wirklich losgelassen, sage ich wie es ist. Da habe ich die Hoffnung aufgegeben. Bei Infinity Ward arbeiten übrigens auch mittlerweile nicht mehr die ganzen legendären Entwickler, die für die OG-Trilogie von Modern Warfare zuständig waren. Also eben diese 2007 bis 2011 Trilogie. Modern Warfare 3 mein absolutes Lieblingsspiel damals gewesen. Ich hoffe, dass Sledgehammer Games diesen Titel damit dann nicht dieses Jahr in den Dreck zieht. Das würde mir persönlich sehr wehtun. Aber ein gutes Beispiel an der Stelle auch. Mark Rubin ist einer der Infinity Ward Head-Entwickler gewesen, damals für den Multiplayer auch. Und der ist damals gegangen, der arbeitet mittlerweile bei Ubisoft San Francisco, also den Machern von XDefiant. Ja, werden wir mal sehen, was da noch rauskommt. Ich hoffe, XDefiant kommt auch irgendwann mal raus. Die haben sich noch nicht geäußert bezüglich einem nächsten Beta-Termin oder Release-Termin. Aber es soll ja hier um Call of Duty gehen, ne? Und jetzt kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, und zwar Infinity Ward Games. Und die, muss man dazu sagen, verkaufen die meisten Spiele. Meiner Meinung nach liegt es daran, dass die halt, ja, mit dem Modern Warfare-Titel einfach so viele Leute durch Nostalgie einfach ranbekommen. Modern Warfare einfach mit dem nicht futuristischen, sondern aktuellen Szenario immer am interessantesten für die meisten Leute ist. Und ja, das heißt Modern Warfare, das kaufen sich einfach die Leute. Meiner Meinung nach ist es aber auch gleichzeitig das Entwicklerstudio, was Call of Duty an sich am meisten schadet. Denn obwohl die eben die höchsten Umsätze immer generieren, machen die meiner Meinung nach das absolut schlechteste Call of Duty Gameplay von den drei Entwicklerstudios. Für mich ist Treyarch mittlerweile auf Platz 1, Sledgehammer auf Platz 2. Dann kommt wirklich ganz, ganz lange gar nichts und dann kommt Infinity Ward. Weil die sind wirklich absolut kein Fan von Skill Gap, Spielspaß und irgendwie Fast-Paced Gameplay Elementen. Das haben die mit Modern Warfare 2 absolut gezeigt und das merkt man auch immer wieder in diesen ganzen Creator Talks, dass Infinity Ward da so ein bisschen sich immer querstellt, immer wenn irgendwelche Änderungen gemacht werden sollen, auch was Movement, TTK und so Sachen angeht. Da ist Infinity Ward einfach kein Fan von. Und Call of Duty macht für mich eben zwei Dinge aus. Einerseits, dass es sehr casual ist, das heißt, Hans, Peter, Jürgen kann jetzt einfach in Call of Duty gehen, ein bisschen zocken, auch seinen Spaß haben im Multiplayer, auch den einen oder anderen deutlich besseren Spieler töten, weil es in COD einfach nicht so schwierig ist, muss man so sagen, wie es ist. Ne? Es ist ein sehr casual Game, der Aim Assist auf dem Controller wird von Jahr zu Jahr stärker, meiner Meinung nach auch viel zu stark in MW2 und Warzone 2 jetzt mittlerweile. Aber ja, es ist alles sehr noobfreundlich, es ist auch in Ordnung so, sage ich mal. Aber im gleichen Zuge gab es dann trotzdem immer Gameplay-Elemente, die man erlernen konnte, um besser zu werden. Skills, die man erlernen konnte, ob das jetzt Movement ist oder sonst irgendwas, die das Gameplay schnell gemacht haben und die guten Spielern, die bereit waren, ja, viel Zeit und viel Liebe in das Gameplay und sowas zu investieren, dass die einfach besser waren und dementsprechend auch besser performen konnten. Und das wurde mit Modern Warfare 2 und auch Warzone 2 sehr, sehr stark zurückgenommen. Während alle Dinge, die für schlechte Spieler irgendwie, ja, gut sind, einfacher gemacht wurden, beispielsweise krasser Aim Assist, Time to Kill und sowas, spricht ja alles dafür, dass es natürlich einfacher ist, für schlechte Spieler Kills zu machen, wurde im anderen Zug halt dieses schnelle Gameplay und alles mögliche, was damit in Verbindung steht, also Movement, Strafe Speed, also wie schnell ihr euch bewegt, wenn ihr im Visier seid, Visiergeschwindigkeit generell nach dem Sprint, wie schnell man schießen kann, langsam ins Visier gehen nach dem Springen ist ja auch relativ neu jetzt, kein Schießen während dem Sliden möglich und so weiter und so fort, das sind alles Dinge, die aktiv unternommen wurden, um das Gameplay langsamer zu machen. Und ich finde, das fühlt sich absolut schrecklich an. Meiner Meinung nach haben sie damit den Bogen absolut überspannt und es fühlt sich einfach nicht mehr wie Call of Duty an, was, wie gesagt, eine gute Mischung sein sollte aus Casual, Noob-Freundlichkeit, auch ein bisschen Bullshit. Es kann gerne von mir aus immer den einen oder anderen OP-Stuff geben in dem Game. Aber trotzdem irgendwo eine Skill Gap, dass das Game Spaß macht zum Spielen. Und diese ganzen Mechaniken wurden von Infinity Ward eben krass überarbeitet, sodass die gefühlt nicht mehr existieren. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, wieso Warzone 2 so langweilig ist, weil man hat eben einfach keine Mechanics, die man lernen kann, die sich geil anfühlen, mit denen man coole Plays machen kann, mit denen auch ein schlechterer Spieler
der die irgendwann lernt, mal einen geilen Gameplay-Moment erleben kann. Und das fühlt sich einfach extrem einschränkend und langsam an. Und das trotz der extrem schnellen Time to Kill ist einfach ein sehr, sehr schlechtes Balancing meiner Meinung nach. Sodass sehr viele Leute, denke ich, deshalb auch, ich beziehe mich da auf jeden Fall absolut mit ein, den Spaß so ein bisschen an MW2 und Warzone 2 verloren haben. Und Infinity Ward ist natürlich auch immer noch das leitende Entwicklerstudio für Warzone 2. Was man, glaube ich, nur unschwer an den ganzen minimalen Änderungen erkennen kann. Ich glaube, da kracht es im Hintergrund sehr krass. Ich glaube, da wird es sehr viel Diskussionsbedarf geben zwischen Raven, Treyarch, Infinity Ward und Co. Ich denke nicht, dass alle Entwicklerstudios das Gameplay so langsam haben wollen, wie es aktuell in Warzone 2 ist. Aber ja, lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster mit der Aussage. Jetzt habe ich ganz lange den Kontext für folgende Fragen aufgebaut. Also, was passiert mit Warzone, wenn Modern Warfare 3 dieses Jahr rauskommt? Kommt Warzone 3 dann raus? Bleibt es Warzone 2? Bekommen wir eine Integration von Modern Warfare 3 in Warzone 2? Bleiben dann die Waffen aus MW2 in Warzone 2 bestehen? Bleibt die Engine gleich? Bleibt das Gameplay gleich? Und so weiter und so fort. Das sind alles die großen Fragen, wo wir jetzt noch keine hundertprozentige Antwort darauf haben. Aber die ein oder andere Antwort haben wir eben durch den Leak auch bekommen. Und zwar wird es kein Warzone 3 geben. Das Ganze wird Warzone 2 bleiben. Ich denke aber, dass sie das bald zu nur noch Warzone ändern, also den Namen. Weil es gibt ja auch kein Warzone 1, sondern es gibt nur Warzone Caldera. Und ich denke, dass Warzone 2 dann zu Warzone wird. Ganz auf Warzone gerade gesagt. Es wird eine neue Map geben, die Ende des Jahres rauskommt, mit Season 1 von Modern Warfare 3 quasi. Das Spiel wird, wie gesagt, laut Leaks am 5. November rauskommen. Nee, das ist Quatsch, das ist nicht der 5. November. Es ist der 10. November 2023. Da kommt MW3 raus mit Kampagne, Multiplayer und auch einem neuen Zombie-Modus, der mich so semi interessiert. Werde ich aber bestimmt auch mal ein Video zu machen. Und dann circa einen Monat später, 4 Wochen später, kommt dann die erste Season von Modern Warfare 3. Dann auch die Integration von Modern Warfare 3 in Warzone 2 und auch eine neue Map. Und zwar Las Almas. Diese Map wurde schon im Dezember, glaube ich, geleakt in den Gamefiles. Das weiß man als jemand, der sich ja mit Leaks auseinandersetzt, schon etwas länger. Und Las Almas sollten einige von euch kennen. Gibt es zum Teil als Multiplayer-Map, als Battle-Map und also als Bodenkrieg-Map. Und auch in der Kampagne gibt es Las Almas. Und das wird wohl die neue Warzone-Map. Es gibt dazu auch schon Bilder, die kann ich euch aber nicht wirklich zeigen, weil erstens noch alles Leaks sind, also nichts Offizielles. Das darf man auch einfach nicht so verbreiten, sage ich mal. Und da kann sich auch noch vieles ändern. Man weiß auch nicht, ob das alles so 100% echt ist, sage ich mal. Aber diese Map wird auf jeden Fall kommen. Und so wird das Ganze dann wahrscheinlich stattfinden. Also wir halten Warzone 2, was vielleicht irgendwann Warzone heißen wird. Da kommt dann die neue Map, wir bekommen die neuen Waffen. Wir wissen allerdings noch nicht, ob Modern Warfare 2 Waffen dann bestehen bleiben oder auch nicht. Wir kennen die Integration von Warzone 1, Cold War Waffen kamen ja dazu und Vanguard Waffen auch. Ich denke, dass es jetzt ähnlich wird. Also, dass wir die Modern Warfare 3 Waffen dann zusätzlich zu dem Game bekommen. Und meine größte Befürchtung an der ganzen Sache war oder ist immer noch, dass es quasi auch vom Gameplay her alles gleich bleibt. Also, dass es einfach nur MW2 2.0 wird, Modern Warfare 3. Von Infinity Ward geleitet, einfach der Nachfolger von dem, was wir aktuell spielen. Aber, und das ist jetzt ein großer Punkt, Sledgehammer Games ist ja das leitende Entwicklerstudio und große Stimmen, die wirklich, also Business Insider haben auch gesagt, das bedeutet, Infinity Ward hat was mitzureden bei der Kampagne und sowas, aber der Multiplayer wird von Sledgehammer gemacht. Und Infinity Ward wird sich natürlich auch dementsprechend so langsam aber sicher auf ihr nächstes Call of Duty konzentrieren, was die gerne wieder verkacken können. Eigentlich ungerne, aber sie werden es wahrscheinlich machen. Der 2025 wird das wahrscheinlich rauskommen. Nächstes Jahr ist wieder Treyarch dran mit einem wahrscheinlich Black Ops Titel. Darauf folgen wahrscheinlich wieder Infinity Ward mit Modern Warfare 4 oder so. Und dann werden die nicht mehr genügend Kapazitäten haben, um sich um Warzone 2 und so weiter zu kümmern, sondern die werden dann ja alle Kapazitäten bündeln und das für das nächste COD quasi nutzen. Und dann wird wahrscheinlich, so wie wir das auch von Warzone 1 kannten, Raven Software wieder übernehmen und dann mit Sledgehammer zusammen wahrscheinlich die Integration von Warzone starten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass solange Infinity Ward noch das leitende Entwicklerstudio von Warzone 2 ist, wir auch überhaupt keine Hoffnung haben sollten, dass sich irgendwas ändert bezüglich Gameplay, Time to Kill und so weiter und so fort. Sobald das aber nicht mehr der Fall ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass Raven Software Stück für Stück diese Dinge eben ändern wird, so wie sie das auch in Warzone 1 gemacht haben. Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich bin der Meinung, Caldera war eine absolut beschissene Map, aber Raven Software hat das durch die Änderung trotzdem einigermaßen
enjoyable hinbekommt, sodass man zumindest Spaß haben konnte mit den ganzen Ballons, der höheren TTK, Stims und alles, was sie einfach an Gameplay-Dingen geändert haben, die es dann auch leider zu Warzone 2 nicht geschafft haben, weil das hat wieder Infinity Ward gemacht, ohne die ganzen super Ideen von Raven Software. Und ich glaube, dass wenn Raven da endlich ein bisschen mehr Freiraum hat, dass das dann auch besser werden kann. Ich hoffe auch, dass Sledgehammer Games, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie doch ein bisschen mehr auf Community-Feedback hören und nicht wirklich auf alles scheißen, wie das wirklich bei Infinity Ward der Fall ist. Die haben einfach eine ganz klare Vision, Infinity Ward. So wird das Game, wir lassen uns da nicht einreden. Wer auch immer da die Entscheidung trifft. Ich bin großer Fan von COD, aber ich habe wirklich meine komplette Lust an Infinity Ward verloren. Und das können die mit MW3 zumindest mal nicht mehr machen, denn wie gesagt, Sledgehammer Games hat zwar mit Vanguard auch jetzt kein geiles Game gemacht, aber was Movement und sowas angeht, spielt es gerne mal wieder, fühlt es sich trotzdem deutlich schneller und deutlich besser vom Gameplay her an als Modern Warfare 2 von Infinity Ward. Und ich hoffe, das wird so, wie es scheint. Also, dass Sledgehammer da auch wirklich hinterher ist, jetzt auch erkennt anhand dem Community-Feedback, was ja wirklich aktuell überall ist. Die Spielerzahlen sinken ja auch extrem aktuell. Ich hoffe, dass sie checken, was sie machen müssen, damit Modern Warfare 3 besser als Modern Warfare 2 wird. Fragen, die noch ungeklärt sind, werden wir dann Almasra und Las Almas, genau, in einer Map-Rotation bekommen? Werden wir alle Maps gleichzeitig spielen können? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und wie wird das alles umgesetzt? Das sind Dinge, die wir noch nicht 100% wissen, aber sobald wir da mehr Infos zu bekommen, werde ich euch natürlich updaten, egal ob das jetzt auf Insta, Twitter oder sonst irgendwo ist oder in einem YouTube-Video. Wie gesagt, gerne mal die ganzen Socials abchecken. Ich versuche euch da so gut wie es geht up-to-date zu halten. Und ja, das sind so die ersten Informationen, die wir zur Zukunft von Call of Duty haben. Ich denke, dass das alles auf der neuen Call of Duty 2.0 Marketing-Aktion basiert. Also wir werden die gleiche Engine haben, die Gameplay und TTK technisch sowas wahrscheinlich verändert wird, sodass sich das Game nicht 1:1 wie MW2 anfühlt. Aber das Ganze wird in Zukunft so fortgesetzt, dass ja alle Entwicklerstudios auf der gleichen Engine ihr Spiel quasi bauen und das dann besser auch in Zukunft eben in Warzone integriert werden kann, damit die Integration nicht mehr so schleppend geschehen müssen, wie das jetzt die letzten 2 Jahre in Warzone 1 war. Gut, das sind so die ersten Informationen. Ich habe auf jeden Fall deutlich mehr Vertrauen in Call of Duty dieses Jahr, als es letztes Jahr war, kann ich an der Stelle sagen. Ich glaube nicht, dass Sledgehammer Games es hinbekommt, aus meiner Sicht Call of Duty noch schlechter hinzubekommen. Aber ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? Kann natürlich auch sein, dass sie es trotzdem verkacken. Ja, schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Das ist so ein bisschen die... Das sind die Dinge, die wir jetzt gesagt bekommen haben, die ja aus Leaks entstammen, aus sehr vielen Meinungen von Charlie Intel und sowas. Und deshalb ja, wollte ich euch da auf jeden Fall einfach mal ein bisschen updaten. In diesem Sinne, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.